Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry New Dawn. Ich habe mir überlegt, dass wir in dieser Folge noch ein bisschen Ethanol haben müssen, denn ich würde ganz gerne die Expedition hier aufstufen. Dadurch kann ich nämlich, wenn man hier in die Karte geht, zu den verschiedenen Orten schnell reisen, was natürlich sehr cool wäre. Da brauchen wir aber Expeditionsstufe 2. Weil dieses überall hineiern ist schon sehr, sehr ätzend. Dafür, wenn wir das jetzt erobern hier hinten, da müssen wir aber hineiern erstmal, Vorratskammer. Wir machen mal Folgen. Bäm. Und wenn wir da mal hineiern, es ist ein bisschen weit weg. Man sieht wahrscheinlich wieder. Genau. Aber besser als gar nichts. So. Boah, ich glaube, wir laufen einfach direkt hin. Uns draußen unseren Wagen, oder? Geht ja, ist ja auch möglich. Ja, öffne das Tor, los. Perfekter Sonnenbrand auf meinem Bauch, pellt sich, als wäre ich eine Kartoffel. Unser Motorrad wieder, würde ich sagen. Zack. Und los geht's. So, dann fahren wir mal dahin. Erobern das und haben dann wieder mit Ethanol, womit wir die Expeditionsstufe erhöhen können. Was uns auch weiterhilft in unserer Hauptmission, aber was uns auch hilft, um überall schneller hinzukommen, was wirklich cool ist. Schauen wir mal. So. Ach, schon schockt schon mit dem Motorrad durch den Feiern. Klasse. Machen wir die Laune, Dinger. Zwischendurch können wir ruhig mal ein bisschen jagen, noch, wenn wir irgendwie was finden. Einfach mal gemein ein bisschen was zum Tauschen zu haben mit anderen Leuten. Beziehungsweise ein bisschen mehr Materialien bekommen. Wir können auch mal irgendwann noch mal eine Jagdfolge machen, finde ich. Hat doch auch was. Was kommt hinterher? Nö, glaube ich nicht. So. Das hatten wir schon eingenommen, da gehen wir natürlich nicht hin. Da oben. Wir können mich leider nicht befreien. Klappt heute nicht. Ich lasse mich diesmal jetzt mal nicht ablenken. Wir fahren mal wirklich einfach direkt weiter. Können wir die auch noch abhängen hinter uns. Oh, wahrscheinlich auch nicht. Eieiei. Auch. Oh. Ach du Scheiße. Oh nee, ne? Das ist doch bescheuert. Das war doch bescheuert. Das war doch wirklich bescheuert. Mann, müssen wir das Ganze nochmal machen. Beziehungsweise nochmal, das ist nicht so viel, aber so ein bisschen fahren müssen wir, ne? Also. Ärgerlich. Gut, aber ist nicht so weit weg, wo wir anfangen, das ist natürlich sehr gut. Hier die Straße fahren. Fährt man gleich den Weg wieder an? Doch, ja, hier. So, los geht's. Alles andere wäre auch blöd. Na komm, fahr. Freien Außenposten. Hey, warte mal. Lass kurz die Karte gehen. Ach, den habe ich angelegt, genau. Eigentlich wollten wir nicht den Außenposten haben. Wir können aber bei der Hundenmission ruhig mal vorbeifahren, wenn wir eh schon da sind. Gucken, was die Timber-Nebenmission ist. Ah, nee, komm, die machen wir jetzt nicht. Wir konzentrieren uns jetzt wirklich mal auf irgendwas. Ja, ich sag mal, ja. Kommen schon wieder hinter uns. Für mich. Einfach mal ankommen irgendwo, ohne immer andauernd. Aufgehalten zu werden, das nervt ja auch schon. Nervt euch bestimmt auch. Och, da will er mal wieder Mission machen und er kommt nicht dazu. Bei Far Cry 5 war das auch so. Das ist schon überladen mit Missionen hier, muss man sagen. Tote Tante Kreuzung. Okay. Das ist ein bisschen wirklich viel, aber es ist natürlich auch cool, wenn man ja wirklich viele
Missionen denn hat, ne? Wo man es machen kann. Was eine Info gehört. So. Hallo. Und der? Ja. Bin ich doch gewundert. Gut, noch ein Kilometer. Sind wir da. Kommt ein wahnsinnig lang für, oder? Aber es ist auch ein riesengroßes Gebiet, muss man sagen. Oh, können wir noch einen Typen überfahren. Aber bevor der uns da aufhält, oh. Okay. Wie dich da rankommt. Auf die Straße achten. Oh. Oh nein. Ich, bevor wir jetzt drauf gehen. Ach, schade, ich dachte. Es breitet sich aus! Verdammt! Na gut. Wir laufen jetzt in die Richtung weiter. Wir können den Außenposten befreien, ohne dass wir jetzt gestört werden. Hoffe ich zumindest. So, da ist ein Wasserturm, den können wir ja mal besteigen. Einfach mal, um zu sehen. Ja. Wie viele Gegner da so sind, ne? Wenn jetzt nicht gerade ein Bär kommt, der uns jetzt angreift hier. Auch mal sehr nervig ist. Und hopp. Gucken, ob wir von hier gesehen werden können. Aber meistens ist das so, was wir nicht sehen von hier. Da ist auch noch einer. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Okay. Da oben ist ein Sniper. Der hier nicht. Natürlich muss ich stehen, ne? Weil sonst macht das keinen Sinn. Scheiße. Habe ich den Knoten gekommen? Ich gehe runter! Verstanden! Nein, der Verstärkung von mir. Kannst du nicht? So, Spacko. Locker eingenommen. Ist gut für uns, das übersprechen wir mal. Brauchen wir nicht sehen, die Szene, ne? Kennen wir das schon. Ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal.
Das verplündern mal kurz. Wir werden unsere Waffen nochmal aufstocken. Und dann gehen wir nochmal rein. Kein Alarmbonus, okay. Gut. Wir können mal plündern. So, wir bleiben genau bei der aktuellen Position. Dann können wir nämlich nochmal reingehen und den ganzen Scheiß nochmal plündern. Was natürlich sehr cool ist. Es sind natürlich wesentlich mehr Gegner jetzt da. Ein bisschen härter auch. Deswegen müssen wir uns ein bisschen was überlegen, dass wir nicht gleich wieder erwischt werden. So. Die Highwaymen haben sich die Farm, die du erobert hast, inzwischen zurückgeholt und mit Ethanol aufgefüllt. Die rufen einen Vollstrecker beim ersten Anzeichen von Ärger. Also Vorsicht. Gut, da ist ein Alarm und da hinten ist noch ein Alarm. Zwei Alarmdinger, die müssen wir beide ausschalten. Den hier als erstes, den könnten wir aber mit einem Sniper ausschalten, glaube ich. Was so mal? Oh nein! Nein! Ach, Schreck. Wir schicken ein paar Problemlöser als Verstärkung! Okay, das war dumm. Das war wirklich sehr dumm von mir, wie wir da reingegangen sind. Das ändern wir jetzt aber nochmal. Ich glaube, es ist gut, den Alarm auszuschalten, aber man sieht ja, die müssen, glaube ich, Kopfschüsse machen, damit die... hört sich fies an. Wir müssen Kopfschüsse machen, damit die nicht auf dem Boden liegen und rumschreien können. Das Rumgeschrei ist schon sehr nervig, aber das kriegen wir auch hin. Pass auf, machen wir jetzt. Wir müssen auf jeden Fall erstmal gucken, ob wir alle erwischen, die da so sind. Ich glaube, wenn ich den Sniper jetzt da hinten diesen Alarm ausschalte, das dürfte doch keiner mitbekommen, oder? Gut. Wenn wir hier außen rumgehen. Versuchen den anderen Alarm irgendwie auszuschalten. Damit die gar nicht erst auf die Idee kommen. Ist auch schwierig von hier, aber wir können auf jeden Fall die schon mal alle schnappen. Hier hinten hingehen. Von hier? Ein Alarm von hier? Ist auch gut versteckt, der Alarm da. Da ist er. Versuchen wir's mal. So. Jetzt seid ihr einfach dran. Naja, mehr oder weniger dran. Verdammte Axt. So, wir laufen ein bisschen hier rein. Ich weiß nicht, wie viele Gegner da sind, aber wir können von hier. Die Waffe ist einfach ein Highlight.
aufpassen. So, eingenommen. Gut, wenn die Alarme ausschalten konnte, vom Weiten. Das hilft ungemein, weil die ja auch keine Leute holen können. Das ist echt top. Kann ich nicht besser beschreiben. Ist einfach super. Liebe ich. Genauso soll es sein. So, jetzt können wir hier nochmal ein bisschen mehr Ethanol bekommen. Die Phase auch, cool. Rüsten wir unsere Munition auf hier. Erstellen. Ups. Und dann rauben wir das Ding auch wieder aus. Kriegen wir nochmal 100 Ethanol dazu. Was natürlich sehr praktisch ist für uns. Aber nochmal einnehmen können wir es jetzt nicht. Dafür brauchen wir nochmal ein bisschen bessere Waffen. Machen wir jetzt auch nicht. Ja, komm. Weil jetzt sind auch goldene von diesen goldenen Typen welche dabei. Jetzt in die Richtung. Die Highwaymen sind zurück im Farm-Außenposten. Diesmal mit Vollstreckern. Ja. Sieht uns nicht, denn... Jetzt gehen wir auf die Karte und hoffe ich ja, dass wir jetzt mal kurz zurückreisen können, dass wir nicht zu dicht dran sind. Schnellreise, perfekt. Zack. So, und wenn wir jetzt zurück sind, dann müssen wir einmal zur Expedition gehen und mit Ethanol ein bisschen was aufrüsten. Und eigentlich müssten wir dann auch langsam die Schnellreisefunktion haben, hoffe ich. Es sei denn, das wäre nur Stufe 1, aber ich glaube, wir gehen auf Stufe 2. Bin auch nicht hundertprozentig sicher, aber gucken wir mal. So, dann ist die Expedition. Was ein bisschen auffrischen können. Wir haben jetzt genug Ethanol auf jeden Fall, um eine Stufe hochzukommen. Definitiv. So. Sag einfach Bescheid. Besser nochmal. Super. Und jetzt können wir, glaube ich, auch Schnellreisen machen. Dahin, wo wir wollen. So, wir haben verbessert schon was. Wir haben ja noch ein bisschen Ethanol. Wie viel haben wir denn noch? 45. Lass uns doch mal hier noch was verbessern. Können wir hier was verbessern? Das kostet aber richtig viel. Was macht denn Sinn für uns? Die Waffenkammer macht Sinn, ne? Aber ich glaube, da brauchen wir 500. Glaube ich. 700 sogar. Okay, guck mal. 700. Dann können wir Elite-Waffen herstellen. Ich tue mein Bestes, um meinen Beitrag zu leisten. Was ist denn hiermit? Brauchen wir nur 150. Das können wir ruhig mal verbessern, die Krankenstation. Dann, guck mal. Super. Was können wir noch? Was ist denn mit dem Kartografen? Mit dem verbessern kriegen wir vielleicht bessere Karten noch? Also mit mehr Sachen? Wollen wir auch verbessern? Machen wir. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Verbesserungen, um Prosperity höher zu machen. Also, nicht alle, aber viele. Und jetzt fehlt uns, glaube ich, nur noch. Guck mal, haben wir. Jetzt fehlen uns noch die Spezialisten. Aber jetzt will ich auch wissen, ob wir wirklich reisen können, wo wir wollen. Muss mal testen. So, hier ist die Karte. Und wenn ich jetzt weiter runter gehe, weiter runter zoome, gibt es diese ganzen Dinger. Und jetzt können wir mit der Schnellreise hinkommen. Seht ihr das? Was ziemlich cool ist. Also wir können auch mit der Schnellreise hier zu ihm eiern. Ne, können wir nicht, aber dahin können wir reisen. Und dann sind wir ja schon fast bei Timber. Und die Timber-Mission nehmen wir noch mit. Das wäre auch ein Highlight. Und das klappt. Oder? Gut, also wir machen das mal. Hier können wir erstmal diese komischen Dinger suchen. Da oben ist noch ein... Das ist die Timber-Mission da oben wahrscheinlich. Wo Hunde Nahrung sind. Mal, hier sind Dinger, die wir einsammeln können. Oh, spannend. Och. Streichle den verängstigten Hund. Streicheln wir den mal. Oh, guck ihn an. Wie bei Far Cry 5, ne? Schöner Begleiter. Finde, was der Hund will. Verschlossene Schlüssel benötigt, okay. Was, wo geht er hin? Hundi, wo willst du hin?
Hey, wo ist der Hund hin? Ja, was ist denn da? Was findest du denn da? Geh nochmal rein, warte mal. Hä? Was hat er denn da gefunden? Warte, müssen wir mal durch. Und jetzt? Da drin? Okay. Wenn wir reinkommen. Läuft da hinten rüber. Okay, jetzt wird es ein bisschen sprungschanzmäßig. Okay, wo will er hin? Hier runter? Genau, für Käfige. Ah, okay. Bin ich hier runter? Und du? Warte. Alles auf hier. Jetzt selbst halt, wo bist du hingelaufen? Wo bist du hingelaufen? Hier runter wieder? Soll ich eine Hunde befreien? Oh, wahrscheinlich. Einfach raus. Ja, euch auch. Ja, guck mal. Ja, cool. Und du? Hundenahrung sind abgeschlossen. Na, guck mal. Die Hilfeauswahl öffnen. Okay. Aber lass uns trotzdem mal gucken, ob wir diese ganzen... Steak, ja, lecker. Hier in China oder was? Komm, du kommst mit mir. Wir suchen noch mal kurz die letzten Federn hier. Also Autofedern, die müssen ja irgendwo hier rumliegen. Wie haben wir einen Generalschlüssel jetzt? Eigentlich können wir überall rein. Doch irgendwie. Hier, warte mal. Vorratslieferung entdeckt, okay. Das Flugzeug noch nicht. Das heißt, noch sehen wir es nicht. Da kommt es. Mal gucken, wo es runterlagt. Und das sammeln wir auf jeden Fall ein. Ist ja wieder ein bisschen Ethanol. Nicht viel, aber ein bisschen. Na. Definitiv unser. Ihr braucht es doch gar nicht. So, das nehmen wir noch mit. Perfekt. Soll ich auch noch ausrauben hier? Die beiden Leichen? Warum nicht? Wenn wir schon mal da sind. Ja, cool. Ja, cool. Danke, dass ihr dabei wart. Jetzt haben wir einen kleinen süßen Hundebegleiter. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.